Hi meine Lieben! Ja, heute ist es mal wieder Zeit für ein Aufgebraucht-Video, denn meine Tüte, oder was ist Tüte? Nee, mehr Tasche, ist wieder voll und habe ich mir gedacht, ja, ich mache mal endlich wieder ein Aufgebraucht-Video. Und dann fangen wir gleich mal an mit diesem Teil hier. Das ist von Garnier Fructis Wunderöl für die Haare. Da gibt es ja nochmal das ähnliche für die Haut, das habe ich auch. Aber das, dazu erzähle ich ein anderes Mal ein bisschen was. Das ist für die Haare und das habe ich jetzt endlich aufgebraucht. Ich habe jetzt so lange dafür gebraucht. Also wirklich, ich glaube über ein Jahr. Ich glaube im Mai oder so ungefähr war es ein Jahr. Und seit einem Monat ungefähr habe ich das jetzt aufgebraucht. Und also ich würde es mir nicht nochmal nachkaufen. Ich weiß nicht, also ich war schon einigermaßen zufrieden, aber ich fand es auch nicht so überwältigend, dass ich das jetzt mein Leben lang nachkaufen möchte. Von dem her lasse ich das. Ich glaube, das hat um die 6-7 Euro gekostet. Ja, vom Duft her allerdings ist es super. Nur bleibt er nicht allzu lange im Haar. Aber ansonsten ist es vom Duft her sehr, sehr angenehm. Dann habe ich eine Pflegedusche von Balea leer gemacht. Die zeige ich euch jetzt nicht näher. Die sieht nämlich nicht mehr ganz so lecker aus. Ja, das war so eine Limited Edition mit Feigen- und Schokoladenduft. Und ich habe die überhaupt nicht gemocht, also gar nicht. Also ich war so, so glücklich, dass die jetzt leer war. Und oh, mit der hat man sich nicht sauber gefühlt, auf keinen Fall. Die gibt es aber auch nicht mehr, also die hätte ich mir auch nicht nachgekauft. Ich war halt so angefixt wegen diesen Macarons da oben drauf. Und ja, aber das hat wie so ganz süßliche Praline gerochen und nee, fand ich nicht so toll. Dann habe ich eine Bodylotion aufgebraucht von Frutini. Ich mag Frutini sehr gerne. Das ist jetzt die Litchi-Vanille-Variante. Ja, Duft her sehr Litchi-mäßig, also mehr Litchi wie Vanille, so ein bisschen fruchtigere Vanille. Und Frutini kriegt ihr beim Karstadt und bei Müller. Also bei DM gibt es das, glaube ich. Wobei, doch, ich glaube, ich habe mal ein Spray gesehen oder so. Aber die ganze Linie, da gibt es ja mehrere Cremes und so. Ich glaube, das Ganze hat DM nicht. Wenn überhaupt nur so Body Sprays, je nachdem. Ja, also ich mag die sehr gerne, aber ich habe noch eine andere, die ich gerade aufbrauche mit Erdbeer und... Ich weiß nicht genau. Erdbeer und Sternfrucht oder irgend sowas. Die mag ich noch mehr, deswegen würde ich mir die jetzt nicht mehr nachkaufen. Und generell probiere ich jetzt die ganzen fruchtigen Sachen so ein bisschen mehr aufzubrauchen, weil das ja mehr so Sommersachen sind. Und der Winter kommt ja dann mit anderen Düften wieder, deswegen, ja. Aber es ist zu empfehlen, also ihr könnt mal dran riechen. Ist natürlich immer so eine Geschmackssache, weil das schon sehr fruchtig riecht. Dann habe ich, sieht auch nicht ganz so lecker aus, den Selbstbräuner St. Moritz, dieses Self-Tanning Mousse, aufgebraucht. Das ist jetzt mein zweiter, den ich jetzt aufgebraucht habe und ich bin immer noch begeistert von dem. Das Einzige, was halt wirklich bei jedem Selbstbräuner der Nachteil ist, ist der Geruch irgendwie. Was sich bei dem noch einigermaßen in Grenzen hält, aber ich habe auch Freundinnen, denen gefällt der trotzdem nicht wegen dem Geruch. Aber er macht eine schöne Bräune, den kann man fürs Gesicht nehmen und für die Beine habe ich den halt hauptsächlich benutzt und der macht halt keine Streifen, ich habe da schon ganz oft was drüber erzählt und ja, den kann man bei Amazon relativ günstig bestellen. Ich glaube, das günstigste, wo ich mal gesehen habe, war unter 5 Euro. Ja, also ich finde den super klasse. Jetzt gibt es natürlich noch ein paar neue Sachen und von Fanny Pilgrim, die mich damals angefixt hat mit dem Ding, hat jetzt schon wieder was Neues entdeckt, was sie ganz super toll findet. Und mal sehen, ob ich mir das vielleicht auch irgendwie bestelle. Aber der ist halt für den Preis einfach unschlagbar. Also mehr wie 10 Euro würde ich da niemals für zahlen. Und den, wo jetzt Fanny Pilgrim hat, der kostet irgendwie 30 und das ist schon die Billig-Variante davon. Also der kostet normalerweise bei Douglas 50 oder so. Naja, mal sehen, ob ich mir den hole. Dann habe ich von Playboy, das ist noch diese alte Verpackung, glaube ich, Play It Lovely. Den gibt es ja auch noch länger, glaube ich, oder den gibt es schon ewig. Keine Ahnung, auf jeden Fall glaube ich nicht, dass der aus dem Sortiment ist. Ich habe nämlich noch so eine dünne Flasche, die ist auch fast leer. Und den Geruch mochte ich ganz gerne. Ja, aber ich... Mein Selbstbräuner ist gerade flöten gegangen. Der Duft ist ganz okay, also ich mag das schon, aber ich finde die Düfte, also wenn man so Balea hat und so Fruchtiges, ich mag im Moment noch mehr so Fruchtiges, das ist halt schon so ladylike, parfümmäßig schon ein bisschen und ja, also ich würde es mir jetzt nicht nachkaufen, sagen wir es mal so, so wahnsinnig umgehauen hat mich der Duft jetzt auch nicht.
So, stellen wir es doch schon mal woanders hin. Dann habe ich diese Waschcreme aufgebraucht. Das ist von AUG. Ja, ich denke, dass man es so ausspricht. Porenverfeinernde Waschcreme, reine Haut ab 20. Ja, also ich mag die schon, aber ich mag irgendwie alles, ne? Aber ich würde es nie nachkaufen. Fällt mir gerade so auf. Nein, das würde ich mir auch nicht nachkaufen, weil es einfach ewig gebraucht hat, bis es leer war. Und es hat keine Poren verfeinert. Ja, und das habe ich auch sehr lange jetzt benutzt. Und das ist, man denkt, es ist nicht so viel, weil es hier so schmal ist, aber es sind 150 Milliliter drin und es hat gereicht. Also ich habe so viel Zeugs, was ich jetzt aufbrauchen muss. Und das war jetzt eins davon. Ich bin froh, dass es leer ist. Vom Duft her ist es ganz angenehm gewesen. Ja, so Creme-Seife-mäßig eben. Also, ja, steht auch Waschcreme drauf. Also, so typisch cremig riecht das. Dann habe ich ein Tonic aufgebraucht fürs Gesicht. Das ist von Alverde, das Clear Heilerde Tonic. Das ist so ein Gesichtswasser, was man nach der Reinigung drauf macht. Das mochte ich allerdings nicht so gerne. Also ich mag diese Serie unheimlich gerne. Also wer an Pickelchen leidet oder so, kann ich diese Alverde Clear Waschcreme, diese Waschcreme empfehlen. Mit dieser Heilerde. Und, aber dieses Tonic fand ich nicht so toll. Das hat so kleine, wie Peelingkörner drin gehabt. Und das fand ich gar nicht toll. Und ich fand die Haut so klebrig danach. Also das mochte ich jetzt nicht aus der Serie. Also ich mag irgendwie nur diese Waschcreme davon. Und die super gerne. Dann habe ich von Goule, das sieht jetzt auch lecker aus, so eine Probe war das, so eine größere Probe, die gab es glaube ich mal bei Müller. Tiefen Aufbau für strapaziertes, brüchiges und geschädigtes Haar. Mandelöl-Shampoo nennt sich das. Ich glaube, das war das, was so gut gerochen hat. Oh ja. Das riecht so ein bisschen, ich weiß nicht, so leicht Marzipan-mäßig. Also die Marzipan mögen, werden darauf sicher stehen. Also es ist nicht ganz so süß wie Marzipan, aber es geht so in eine mandelmäßige Richtung eben. Logisch, heißt ja auch Mandelöl-Shampoo. Fand ich jetzt so, naja, ging so. Also ich hatte trotzdem Spliss und alles und werde es mir auch nicht nachkaufen. Ich bin da, ich glaube, das war so ein Spontankauf, weil es in so einer kleinen Größe gab und ich mal Gutes über Ghoul gehört habe und dann habe ich es mir einfach gekauft. Also werde ich jetzt auch nicht mehr nachkaufen. Dann habe ich noch eine Duschcreme aufgebraucht. Auch von Balea. Oh, die habe ich geliebt. Die habe ich so geliebt, aber die gibt es nicht mehr. Das ist die Guave Duschcreme von Balea. Oh, die roch so frisch. Oh ja. Wie so zitrusartige Früchte, so ein bisschen in die Richtung. Und ich habe die so geliebt und jetzt gibt es die ja nicht mehr. Und ja, ansonsten top. Die hätte ich mir nachgekauft auf jeden Fall. Dann habe ich noch zwei Beauty-Produkte. Einmal von Catrice, die BB Cream in Light Beige. Da habe ich jetzt auch eine Weile gebraucht, bis ich die aufgebraucht hatte, weil die mir nicht so zugesagt hat nach einer Weile. Also ich habe ja mal eine Review über die und die Garnier BB Cream zum Vergleich gehabt. Aber die ist erstens mal vom Geruch, nach einer Weile geht die einem tierisch auf den Senkel. Dieser Geruch ist so chemisch. Also so richtig so Foundation-pappig chemisch. Und sie ist auch stark deckend, also wer auf stark deckende Foundations steht, ist die eigentlich super, also die ist wirklich, das ist keine normale BB-Cream, die Garnier ist ja auch höher deckender, finde ich, aber die halt nochmal extremer und ja, von der Farbe her war sie ganz okay, weil ich ja ziemlich hell bin, gut, jetzt habe ich ein bisschen Bronze und Sommer, ne, allgemein ein bisschen Farbe abbekommen, aber ja, nee, also ich würde sie mir nicht nachkaufen, ich benutze auch schon lange keine Foundation mehr, deswegen hat es jetzt echt gedauert, bis ich den Rest noch da, ja, aufgebraucht hatte. Und dann habe ich noch einen Concealer von P2. Das ist der Feel Natural Concealer in 010, den ich ja auch fast täglich drauf hatte. Und das ist so ein kleines Applikator-Schwämmchen-Dings, wo immer noch so ein kleiner Tropfen dranhängt, aber das ist immer so, wenn man es rauszieht. Es ist aber wirklich dann jetzt leer gewesen. Man hat jetzt so gut wie gar nichts mehr rausgekriegt. Und den fand ich super, den würde ich auch weiterempfehlen, aber ich habe jetzt den von Maybelline Jade und der ist auch ein bisschen mehr drin, oder da ist ein bisschen mehr drin, 10 Milliliter, ich glaube beim anderen sind 15, bin mir gerade nicht ganz sicher.
Auf jeden Fall dauert das, bis ich den aufgebraucht habe. Deswegen werde ich mir den erstmal nicht nachkaufen. Aber wer so eine ganz leichte Abdeckung möchte, bei dem funktioniert das bestimmt super hiermit. Und die Farbe ist auch wirklich klasse, schön hell. Man kann es auch schichten, aber man muss da ein bisschen Acht geben. Und er geht nicht so in die Fältchen rein. Also das ist wirklich super. Und war ganz lange jetzt mein Favorit, bis eben Maybelline kam mit dem Fit Me Concealer. Aber ansonsten ist der wirklich on the top. Also gerade wenn man keine Foundation benutzt, sieht das viel natürlicher aus mit dem hier. Und er deckt trotzdem ab. So, das war's jetzt mit meinen aufgebrochenen Produkten. Ja, dann wünsche ich euch noch einen schönen Tag und hoffentlich bis bald. Tschüss!